Hallo Leute und herzlich willkommen mal wieder zurück zu einem weiteren Part Splatoon 2 Online. Wir sehen eine wunderbare Splatfest-Stimmung. Wir feiern das einjährige Jubiläum von Splatoon 2 mit dem wunderbaren Splatfest Octolinge gegen Inklinge oder hier kurz gesagt Octopus gegen Tintenfisch. Mal schauen, ob die Octolinge gewinnen. Wäre schon cool, aber ich habe wieder so ein ganz komisches Gefühl, dass die Inklinge gewinnen, beziehungsweise auf Perlas Seite. Aber ja, gut. Nochmal eine kleine Info für diejenigen, die es interessiert. Ich mache hier immer beim Splatfest nämlich extra nochmal die Wandelzone auf. Die letzte habe ich vergessen, aber aufgenommen ist noch im Ordner, also ist es noch nicht hochgeladen, also wundert euch nicht. Die jetzige aktuelle habe ich natürlich auch schon aufgenommen. Die werden auch noch irgendwann kommen, weil sowas lasse ich dann unbearbeitet und lade dann einfach so hoch, weil sind ja nur die 3 Minuten und was soll ich denn da großartig noch schneiden oder so. Deswegen bringt es nichts und das war es eigentlich schon. Und wenn es dann irgendwann keine Splatfests mehr gibt, beziehungsweise auch automatisch dann auch keine Wandelzonen, ihr wisst, wo die Playlist ist. Und ja, vielleicht mache ich dann irgendwann so ein extra Video so mit alle Wandelzonen-Versionen oder was weiß ich oder so. Aber gut, das war eigentlich schon so kleine Info, / Werbung, auch wenn es keine Werbung war, eigentlich nur eine Info, aber egal. Ihr wisst Bescheid, ich hab extra dafür gesorgt, dass ich nur noch ungefähr 5 Punkte brauche, weil egal ob ich verliere oder gewinne, in der Aufnahme dann Fanclub leider zu erreichen. Also, ja, und wir werden meine normalen Dual-Platscher benutzen. Seit dem letzten Splatfest dachte ich dann so, nee, ich will nicht eine andere Waffe benutzen beim Splatfest, das kann ich nebenbei machen. Ja. Deswegen lassen wir es mal so. Habe ich die überhaupt gerade dabei? Okay, gut, wunderbar. So. Und ja, 2 Minuten 30 zu lang gelabert. Und wollen wir jetzt endlich mal anfangen. 3 Runden, ihr wisst Bescheid. Und let's go. Und hier bei Camp Schützenfisch fangen wir an, wo ich hier schon den Stream gemacht habe und das so zum ersten Mal gesehen habe. Diese Dekoration hier, dieses so, ach, wie heißt es nochmal? Konfetti, ne? Ach, ich bin mal wieder unfassbar dumm. Ich finde das so übelst geil. Aber leider passiert das nur ganz recht stark am Anfang und dann nur die ersten paar Sekunden, dann ist es komplett weg. Wäre das die ganze Zeit so, wäre das übelst geil. Aber das gefällt mir so. In diesem Konfetti am Anfang, das ist cool. So kann man auch so ein einjähriges Jubiläum feiern. War das bei Splatoon 1 irgendwie genauso gewesen? Ich habe da überhaupt keine Ahnung oder so. Weil ich habe mir das Game nicht beim Release gekauft, sondern irgendwann, das war gegen Ende, irgendwann 2015. Was machen meine Mates? Sie sind immer noch recht am Anfang. Was macht ihr? What the fuck? Okay, einer von den Gegnern ist in unserer Base. Deine Sniper hat nichts Besseres zu tun, anstatt zu campen, um mich irgendwann mal zu töten. Oder so, habe ich das Gefühl. Aber, okay. Will mal schauen, ob man das hier gebacken kriegen mit diesem wunderbaren Random-System. Hier mal die Wandelzone zu sehen, auch wenn ich das sowieso einzeln hochlade. Wow, und der Sniper hat es gebacken bekommen, mich endlich zu töten. Wow, du bist echt geil. Kappa. Das ist so wirklich... Ey, nee. Komm, den Pilz, den krieg mal safe, komm. So. War zwar Assist, aber Hauptsache ist er down, also das war jetzt zum Glück jetzt auch nicht so schwer. Wie schaut denn die Karte überhaupt aus? Naja, ein bisschen mittelmäßig. Und natürlich werde ich wieder anvisiert. Von den Schwalmraketen denke ich mir sowieso immer, dass ich immer nur anvisiert werde. Warum auch immer? Ich bin irgendwie der Leidtragende, irgendwie habe ich so das Gefühl. Weil irgendwie im Team muss ja immer eingeben, der immer alles abbekommt. So habe ich das Gefühl. Nein, ich werde... Ja, war klar. Wie soll ich denn da noch schnell reagieren? Ich wurde ja zur Hälfte ja schon fast gesandwiched, also, was hätte ich denn da noch tun sollen, ey? Das war ja, nee. Komm, dich krieg ich. Machen wir es halt so, als ob ich wegen den Tinte... Da, schon wieder! Alle Schwarmraketen gehen auf mich drauf. Komm, verzieh dich, Alter. Du hast hier nichts zu melden. Ach, der eine ist noch hier irgendwo.
komm, dann machen wir es halt so, wenn du halt keinen Bock hast. So, gehen wir mal einen Umweg. Wie schaut's aus? Ah, sieht trotzdem ein bisschen kritisch aus. Komm schon. Ich könnte zwar dreimal verlieren. Boah, Alter, die Stingray, ey. Ich könnte zwar dreimal verlieren. Nein, Sniper, verpiss dich. Mach ich's halt so, drumherum so ein bisschen. Okay, dann halt nicht. Na, no, verpiss dich, verzieht euch. Yeah, Mann. So, erste Runde und? Win wäre geil. Da hätte ich jetzt schon mal einen Fanclub leider. Nee, leider nicht. Und, hä? Doch, lol. Sah aber nicht so danach aus irgendwie. Aber, ja, gut. Der Miezrichter hat recht. Er hat immer recht. Also, ja, wir haben gewonnen. Ich halte ja schon meine Klappe. Oh, da bin ich ja jetzt schon. Geil. Jetzt sind mir die anderen zwei Runden eigentlich sowas von übelst egal. Aber okay, gut. Ich mach trotzdem zwei Runden, weil die 7 Minuten 15 uncut. Nee, das wäre mal die kürzeste Folge überhaupt. Aber ja, gut, zwei Runden. Mal schauen, ob die Wandelzone doch trotzdem kommt. Alles klar, wahrscheinlich. Warum? Warum? Ich mag das Random-System, ne? Hab ich schon mal erwähnt, oder? Ich mag das übelst, Mann. Aber jetzt irgendwie in der ersten Runde rede ich ja mal gerade übelst wie so ein Wasserfall, ey. Gerade in den Splatoon-Pass irgendwie rage ich irgendwie meistens nur und kommentiere Standard und nicht anders so. Warte mal, den krieg ich. Der will. Ah, du bist so. Boah. Das war knapp. Das war wirklich knapp. So, ich habe auch gleich auch die Ulti. Sehr schön. Oh, warte mal. Den bekomme ich, komm. Der ist Splatting. Das ist nicht so praktisch. Komm. Dann lass es mal regnen. Dann regeln wir das so. Nein! Boah, Alter. Ich chillt mal. Nein, verpiss dich. Okay, die Blasen, die sind ein bisschen kritisch. Mach die Blasen kaputt, Mann. Ja, achso, nee. Gut. Alles okay. Und das dauert übelst lange, ey. Wenn man die Blasen zerstören will. Das ist übelst heftig. Ich glaube, wir haben jetzt mal Gegner erwischt, die jetzt mal etwas heftig sind. Würde ich jetzt mal spontan vermuten. Oder? Na, wobei, wir sind wieder dabei, die übelst Spawn zu trappen. Komm, den Pinsel krieg ich. Easy going. Na klar, hier. Hier ist der Pro am Start. Ja, gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Lol. Ja, das kann auch mal passieren. Und wenn ihr euch wundert, warum ich diesmal gut gelaunt bin, einfach so, ich weiß irgendwie auch nicht. Und warum sieht es bei OBS gerade so aus, als würde ich mit 30 FPS aufnehmen und nicht mit 60? Lol. Das sieht komisch aus. Aber ja, gut. Das sieht wirklich komisch aus. Egal, ich lasse es einfach mal so in den Raum stehen. Komm, der Pinsel interessiert keinen. Dich klatsch weg wie... Keine Ahnung. Mir ist nichts eingefallen. So, lass es regnen. Niesen während der Aufnahmen. Auch geil. Nein! Boah, den habe ich aber übelst noch bekommen. Das ist mir fast irgendwie auch noch nicht passiert, ne? Ne, den kriege ich, den anderen kriege ich auch noch.
Double Kill. Easy going. Ja, ich bin halt der Dully Master halt, ne? Nein, dich krieg ich auch noch. So. Das ist doch schön hier. Ich bin halt der geilste Splatoon-Spieler überhaupt. Ach man, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Oh mein Gott, war das dumm. Aber ich habe 7 Kills gemacht. Ich hatte, wo ich offscreen gespielt hatte, auch wenn bestimmt, ganz bestimmt, viele Assists dabei waren. In einer Runde. Das habe ich leider noch nicht auf Twitter gestellt, aber ich habe das Screenshot gemacht. 23 fucking Kills. Fragt mich nicht warum, ich war besessen nach Kills. Nein, Runde habe ich so das Gefühl. Und ich habe mich einfach nur übelst hart konzentriert. Okay, gut, letzte Runde. Bitte nicht Camp Triggerfish. Ah! Endlich. Endlich. Danke. Danke. Ich musste extra, weil mir das zu doof war, extra die Aufnahme kurz stoppen, weil ich keinen Bock habe, das so lange zu cutten. Ey, ihr werdet es mir nicht glauben. Ey, jeder hasst dieses scheiß Random-System, ne, in Splatoon. Wirklich jeder. Aber das juckt Nintendo nicht. Ich musste gerade ernsthaft 4-mal hintereinander Camp Triggerfish spielen. Ey, das ging übelst penetrant auf die Eier, ey. Ohne Witz. Ey, sorry für die harten Ausdrücke. Aber das war übelst lächerlich. Ey, wirklich jeder hasst dieses random Map-System. Ey, 4-mal dieselbe Map. Ey, gebt euch das mal, wenn das jetzt wieder passiert wäre. Ey, also 5-mal hintereinander. Da hätte ich einfach aufgehört. Da hätte ich irgendwie keine Ahnung. Das Schlimme ist, es sind ja die letzten 2 Stunden. Ne? Ich nehme das gerade um 2:30 am Sonntag auf. Wir haben es gerade 2:50. Wegen dem Kack hier mit 4-mal Schützenfisch. Und dabei war noch ein Gegnerteam mit einem Sniper, der mich übelst abgefuckt hat, den ich zum Glück... Ach, leck mich doch. Den ich zum Glück einmal gekillt habe. Ich habe das extra sogar geklippt. Also ihr bekommt es auch auf Twitter zu sehen, wenn ich es nicht vergesse. Lö. Aber, ich könnte mich jetzt noch mehr wiederholen, aber das ist krank. Aber jetzt auch mal so die Wandelzone mal zu sehen. Nicht jetzt hier, wenn ich alleine bin, mal am Rumwandern als Einzelvideo, sondern jetzt mal so in Aktion. Ich habe das am Anfang mit diesem System gar nicht so richtig gecheckt irgendwie. Da ist es nur so, aufs gegnerische Territorium quasi zu gehen und diese Dinger hier zu öffnen. Um dann quasi damit halt, nee, diese Teile halt kaputt zu machen, um damit halt ein Tor zu öffnen, so. Komm, mach das Ding auf. Nein. Nein, ich habe keine Tinte mehr. Ich werde sterben. Nein, ich will das Regen. Das Regen. Geil. Wirklich geil. Wirklich geil. Sowas kann ich nur, ne? Ey, das Regen. So dumm. Aber wenn die letzte Runde jetzt wieder so beschissen wieder aufhört, ne? Es hört manchmal beschissen auf, irgendwie die Parts, habe ich so das Gefühl, ne? Nein, der Roller wird mich definitiv nicht überrollen. Oh, der wollte ausholen. Der hätte mich fast gekillt. Der Regen wird's richten, so. Kommt schon, 15 Sekunden. Gebt euch. Ah, wir werden verlieren. Wir werden sowas von hart verlieren. Piss dich. Dankeschön. Danke für deinen Support. Ah, ich wollte noch eine Klecksbombe werfen. Schade. Schade, Marmelade. Aber sieht kritisch aus. Aber ich glaube, wir haben gewonnen. Legt euch nicht mit den Dullies an. Auch wenn ich jetzt so der Einzigste war. 7 Kills, kann mich nicht beklagen. Wunderbar. Und vielleicht predikte ich jetzt schon, dass Team Octolinge gewonnen hat. Also. Und wenn halt nicht, dann war das einfach nur peinlich, was ich gerade gesagt habe. Aber okay, gut. Ich beeile mich jetzt schnell in den letzten 15 Sekunden, die wir noch übrig haben, wegen Lobbywechsel und blablabla. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch.
Wenn ihr nichts verpassen wollt, aber wäre geil mit Glocke. Ich bin nicht abogrell, aber könnt ihr freiwillig das anmachen und so. Und ja, ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.